Hallo deutsche PS4 VR Gamer, mein Name ist Germany Foxy und ich bin seit langem mal wieder hier und stelle euch mal wieder ein Spiel vor. Heute handelt es sich um das Spiel Detached. So, dieses Spiel hat einen Einzelspieler- und Mehrspieler-Modus. Und ja, Optionen gibt es hier auch ganz viele. Was interessant ist, ist der Adlerblick. Weil dieses Spiel ist ein Weltraumspiel, wo wir als Astronaut unterwegs sind. Und man dreht sich auch ziemlich oft. Und naja, für den einen oder anderen könnte es ein bisschen übel im Magen werden. Dementsprechend gibt es hier diesen Adlerblick, der engt das Sichtfeld ein, wodurch das Spiel erträglicher sein sollte. So, dann gehen wir einfach mal in den Einzelspieler rein und schauen uns das Ganze überhaupt mal an. So, beginnen wir mit einem neuen Spiel. Arcade. Ja, machen wir. Fortfahren. Things did not happen according to plan. So, das Ganze ist ja am Anfang mit dem Intro als hier so ein Comic-Stil gemacht. Out here, nothing ever does. It was supposed to be a simple salvage operation. Okay, last one locked and loaded. Great. Wir gehen nachher ein bisschen mehr aufs Spiel ein. Easy score, if you have the right ship. I'll hit your ride with the cargo. Okay, starting the countdown. But in space, nothing is ever simple. Das Gute ist, die Schrift ist sehr einfach zu lesen. Oh, kann man gut erkennen. Klar, das Spiel ist halt in deutschen Untertiteln. In Audio ist es halt nicht in Deutsch. Ich spiele das Ganze mit dem stinknormalen DualShock-Controller. Also mit anderen Worten, der Move-Controller wird nicht unterstützt. Detached. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. So, müssen wir jeden Moment weitergehen. Ah ja, jetzt. Ja, dieses Laden, das dauert immer so ein bisschen. So. Jetzt sind wir auch im Spiel. Communication Relay. Communication offline. Reactor Chamber. Power offline. Power Relay. Transmitters offline. Power Inverter. Also hier sind einige Sachen offline. Die sollen wir nachher ja, wieder aktivieren. So, wie man hier so sehen kann, ich bin in meinem Raumanzug. Ja, man kann aber nicht seine Hände sehen oder so. Wie gesagt, das Ganze wird mit einem DualShock-Controller gespielt. Hier haben wir noch eine Anzeige für Treibstoff in unserem Helm und für Sauerstoff. Das ist nachher noch ein bisschen notwendig. Gut, okay, dann legen wir mal los. 3, 2, 1... Los geht's. Use airlock to exit the hub. So, anhand des Controllers steuern wir hier mal so ein bisschen. Es hat auch leichtes Kantenflimmern. Ist auch nicht unbedingt so einfach zu steuern. Oh, oh. Okay, hier ist die Konsole.
Not enough Nans. Find a Nans. Nicht genügend Nano. Da fehlt noch ein. Den müssen wir jetzt erstmal suchen. Aha, hier oben wird schon angezeigt. Da müssen wir durch. Ist aber versperrt. Mal gucken, ob wir das irgendwie aufkriegen. Da, dahinter ist es. Jetzt müssen wir nur noch dahin kommen. Oh, das sieht doch gut aus. So, ein bisschen nach vorne düsen. Ja, man kann sich drehen. Man kann steigen, man kann senken. Man kann auch die Schubdüsen ausschalten. Also mit dem linken Stick gibt ihr Schub nach vorne oder rückwärts. So. Gut. Das haben wir jetzt. Jetzt muss ich erstmal ein bisschen falschen Knopf gedrückt. Und senken tun wir mit den Schultertasten. So. Jetzt ist das Feld hier frei. Also man hat hier so ein paar Kleinigkeiten, ein paar kleine Aufgaben zu erledigen, um das Spiel vorwärts zu bringen. Ist aber soweit ganz nett gemacht. Schade ist, dass man das nicht mit dem Move-Motion-Controller spielen kann. Ich finde, das hätte eigentlich auch gut gepasst. So, hier ist die Konsole. So. Jetzt geht es nämlich außerhalb des Raumschiffes weiter. Ah ne, noch nicht ganz. Moment. So, jetzt muss ich mich mal umgucken. So, da vorne haben wir was zum Einsammeln. Gehen wir mal hin. Sauerstoffbehälter. So, wir verbrauchen natürlich auch Sauerstoff. Genauso wie Treibstoff. Und wenn wir das einsammeln, füllen wir das halt wieder auf. Ja, sind hier immer so paar Aufgaben, die man erledigen muss. Nachher sind wir auch noch außerhalb des Raumschiffes. Das kommt dann auch ganz gut rüber. So, Konsole. So, dann kommen wir jetzt hier gleich weiter. So, verlassen. Ich glaube, jetzt geht's aus dem Raumschiff raus. So. Jawohl. Jetzt sind wir draußen. Schaut euch das an. Es sieht recht cool aus. Wie gesagt, man kann sich ja in alle möglichen Richtungen drehen. So, das, was wir aber erledigen müssen, das ist nämlich außerhalb. Fangen wir hier zum Beispiel mal an. Don't worry, I didn't forget about my space sloth. Here's the plan. You need to access the escape pod in the emergency bay. Unfortunately, sensors show that the hub is offline. Try to fix the other hubs. That should power up the emergency bay. I'll try to get back to you as soon as... Damn! I'll get back to you when I'm finished with this maneuver. Hier diese Ringe, die ihr jetzt hier auf der Seite seht. Wenn man da durchfliegt, dann wird man auch etwas schneller. Ist quasi so, als ob man da einen kleinen Boost bekommt. Wie viele Stufen es in diesem Spiel gibt, weiß ich leider nicht. Da ich das Spiel auch nur mal recht kurz angespielt habe. Hier ist jedenfalls nochmal wieder was zum Einsammeln. So, Treibstoff. Okay. So, Kommunikationsrelay. Also müssen wir hier weiter. Hier können wir das dann online schalten. Was aber auch nicht so ganz einfach ist. Das ganze Spiel kostet etwas um die 30 Euro. 30 Euro aufwärts, ich bin mir nicht ganz sicher.
Hier könnt ihr nochmal sehen, Knotenstatus, was davon noch offline ist. Also gerade noch alles. So, dann müssen wir jetzt hier an die Konsole. Ja, immer wenn wir ein neues Schiff betreten, wird nochmal einmal kurz geladen. So, Boost-Modul. New module acquired. So. Okay. Stoppen. Einmal umschauen. Ah ja. Hier geht's weiter. Kraftfeld. Oh, jetzt muss ich mich beeilen. Das Ding, Kraftfeld ist nur für ein paar Sekunden offen. Ich schaff's, glaube ich, nicht. Nee! Noch einmal zurück. Das ist echt nur ganz, ganz, ganz knapp offen. Reboot in progress. So, schnell. Zack, 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 zack. Reboot complete. Fast geschafft. Aber es geht. Ich hab's schon mal geschafft. So. Jetzt gehen wir mal richtig Anlauf hier. Reboot in progress. Schon mal gleich mit Anlauf daran. Ja, siehste, geht doch. Wunderbar. Uiuiui. Nochmal ein bisschen umschauen hier. So. Da sind wir durch. Da haben wir noch was zum Einsammeln. Sauerstoffzellen. Ne, Behälter hier. Ja. War zwar noch recht voll, aber egal. So, wo geht's denn weiter? Ich würde mal sagen, hier. Ja, allmählich wird mir auch ein bisschen übel, aber okay, das kriegen wir schon hin. Warning, high velocity particle stream ahead. Uiui. Das ist mal ein Anblick. Jetzt müssen wir uns hier durchboosten quasi. Da geht's da irgendwo raus. Da. Ui. Nein. So. Hey, geschafft. So, wie sieht's aus? Sauerstoff ist noch genug, Treibstoff ist noch genug. Hier ist aber noch zu. So. Okay. Was haben wir denn hier? Hier haben wir eine Konsole. Steht auf dem Kopf. Einmal umdrehen. Könnt ihr das besser lesen? So, Kommunikation aktivieren. Status update. Communication relay. Communication online. Reactor chamber. So, das ist zum Beispiel eine von den Aufgaben, die wir dann erledigen sollten. Transmitters offline. Power inverter. Inverter offline. So, jetzt ist hier auch das Feld offen. Hier können wir wieder raus. Oh. So. Ah, auch wieder auf den Kopf. Nochmal umdrehen. Okidoki. Also, wir sehen. Knotenstatus. Haben wir jetzt die Kommunikation online. Ja. Dann müssen wir noch die Reaktorkammer noch online kriegen. Energierelay. Wechselrichter. Notfallsektion. Okay, schauen wir uns das mal an. Jetzt müssen wir erstmal wieder raus. Das ist nämlich nicht mehr hier drinne.
So, wieder ab in den Weltraum. So, Treibstoffanzeige und Sauerstoffanzeige ist noch okay. Da ist unser Schiff. Jetzt müssen wir mal gucken, wo es weitergeht. Völlig ungesichert fliegen wir hier draußen rum. Also die Grafik an sich ist eigentlich schon ganz gut. Ein bisschen Kantenflimmer hat es schon. Muss ich mir gerade mal angucken, was das hier ist. Ihm sitzen Piraten am Nacken. Okay. Wo geht das denn weiter? Ich kann mich mal hier mal durchkatapultieren lassen. Dann seht ihr das auch mal. So. Ist jetzt zwar nicht so viel schneller geworden, aber immerhin. Wir können uns ja jetzt mal das Teil hier mal genauer anschauen. Erstmal gucken, wo hier überhaupt der Eingang ist. Da ist schon mal irgendwas. Hier steht Reaktorkammer. Ja. Dann kommen wir hier wohl auch rein. So, Konsole. Einmal starten. Cool, cool. Wunderbar. So, jetzt müssen wir hier durchkommen. Schauen wir uns das Ganze mal an. Reactor Chamber. Status update. So. Power offline. Was haben wir hier denn Schönes? Ein Schildmodul. Shield module active. Schildmodul aktiv. So, jetzt haben wir ein verbessertes Schild. Würde ich jetzt mal meinen. So, jetzt muss man erstmal gucken, wo geht's hier lang. Da haben wir nochmal einen Sauerstoffbehälter. Reicht aber noch. Gehen wir mal hier durch. So, links ist nix. Geht's hier denn mal weiter? Oh. Hier haben wir nochmal eine Konsole. Reactor activated. Reactor chamber breach. Reaktor aktiviert. Reactor meltdown. Emergency cooling activated. Status update. Reactor chamber. Power online. Power relay. Transmitters offline. Können wir nochmal Treibstoff einsammeln? Inverter offline. Ah, hier seht ihr das auch, wie der Reaktor online ist. Blitz ganz schön. So. Gehen wir hier nochmal durch. Da müssen wir leider jetzt auch durch. Hier müssen wir ein bisschen aufpassen. Autsch. Suit damaged. Anzug ist beschädigt. Das ist nicht so gut. So, hier können wir unser Anzug reparieren. Reparaturplatz. Suit repaired. Hier haben wir noch eine Abgasleitung. Okay, da müssen wir wohl durch. Was steht hier denn? So, Energieversorgung online. Dann müssen wir hier wohl wieder raus. Also, wenn ihr irgendwelche Fragen zu diesem Spiel habt, ihr könnt mir gerne auch Kommentare hinterlassen. Ich lese mir das dann auch durch. Irgendwas mit Hitze stand da eben. So. Uiuiuiui. Okay.
Oh! Eieiei. Okay, wenn man irgendwo zu schnell gegenknallt, dann sterben wir. So, jetzt gehen wir vom letzten Kontrollpunkt wieder aus. Da ich noch nicht den Umfang weiß von diesem Spiel, kann ich auch jetzt gar nicht sagen, ob das Geld quasi, ich glaube, das waren so 35 Euro oder so, so extrem berechtigt sind. So, schnell abbremsen, bevor wir wieder dagegen knallen. So, geschafft. Energierelay. So, dann gehen wir da mal rein. Guck mal, so weit war ich noch gar nicht. Gut, dann schauen wir uns das mal an. Raketenmodul. Okay. Bin ich ja mal gespannt, was jetzt hier passiert. Lass mal ein bisschen umgucken hier. Okay. Das oben ist doch Sauerstoff, ne? Wenn ich das richtig im Kopf habe. Ja. Und das sammeln wir mal ein. Bisschen. Kann ich mal wieder ein bisschen gebrauchen. So. Okay. So, wie kommen wir da jetzt rein? Das ist eine gute Frage jetzt. Ich werde wahrscheinlich da so nicht durchkommen. Nee. Ah! Ich kann jetzt schießen. Okay, das habe ich mit der Quadrattaste gemacht. Wieder was Neues dazu gelernt. Rocket Pack aktiv. Oh. Ich habe mich eingesperrt in dieser Wand. Okay. Jetzt geht's wieder. Neutraler Nano. Auf jeden Fall komme ich da jetzt durch. Scanning environment. Power relay. Status update. Transmitters offline. Okay, jetzt ist die Frage, wo geht's denn jetzt weiter? Ja, jetzt muss ich mich selber mal ein bisschen umschauen. Oh, 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 ich habe was gefunden. Oh, da muss ich ran. Da ist eine Konsole. Transmitter initialization. Boot up all transmitters before initialization ends. So. Okay, ich habe jetzt leider nicht gelesen, was da stand. Dann nehmen wir mal mit. So, da vorne wird irgendwas angezeigt. Ich glaube, da muss ich als nächstes hin. Fliegen wir mal hier durch. Okay, los geht's. Oh, oh.
So, irgendwie muss ich da wohl mal hin. Schauen wir uns das Ganze mal ein bisschen genauer an. Na, von welcher Seite müssen wir denn jetzt gucken? Initialization failed. Neutralisierung fehlgeschlagen. Das Ding ist ja ein bisschen eigenartig. Okay. Fehlgeschlagen. Das heißt, ich soll jetzt wohl dahin. Treibstoff ist noch genug da. Sauerstoff auch. Wunderbar. Gucken wir mal, dass wir zur nächsten Stelle kommen. Blendet mich sogar die Sonne so ein bisschen. Es ist schon gar nicht mehr so weit. Quasi hinter diesem riesen Asteroiden. Ah ja, ich kann es auch schon entdecken. Scanning environment. Power relay. Status update. Transmitters offline. So. Transmitter initialization. Boot up all transmitters before initialization ends. Aha, jetzt muss ich da doch wieder hin. Ich habe das jetzt noch nicht so ganz verstanden. Aber irgendwie soll ich in einer bestimmten Zeit da sein. Boah, ich bin vorbei. So, ich weiß aber nicht, wo genau das Gerät jetzt ist hier. Wo muss man denn da ran? Okay, ich bin gerade ein bisschen überfragt. Ach so. Boost Module active. Ich sollte nochmal gegenschießen. Dann sagt das doch gleich. Initialization failed. Alles klar, okay, ich hab's verstanden. Das Ding müssen wir anschießen. Ja, ja, gut, okay. Aber das müssen wir alles in einer bestimmten Zeit schaffen. Jetzt
müssen wir leider diesen mühseligen Weg wieder zurück machen. Schade, dass der Boost nur so langsam ist. Das soll ja auch etwas realistisch wirken. Ich finde es ja schon mal toll, dass wir quasi direkt aus dem Helm gucken. Wie gesagt, das Feeling wird natürlich ein bisschen intensiver, wenn wir jetzt hier noch mit dem Move Motion Controller arbeiten können und unsere Hände richtig benutzen könnten. Aber leider ist es ja nicht der Fall. Das Problem ist jetzt auch, dass mein Sauerstoff allmählich zu Neige geht. Noch ist genug da, aber trotzdem. Power Relay. Status Update. Transmitters offline. So, jetzt muss ich das wieder aktivieren. Transmitter Initialization. Boot up all transmitters before initialization ends. So, jetzt muss ich in einer gewissen Zeit das alles abfliegen. Na, dann probieren wir es doch mal. So, den haben wir gestartet. Ja, dieses Multiplayer-Spiel habe ich auch schon mal angeguckt. Das ist quasi das gleiche in Grün. Man muss eine bestimmte Strecke in. Das ist quasi sowas wie ein Wettrennen. Halt mit den anderen Spielern. Vom Prinzip her. Okay, den haben wir gestartet. So, jetzt versuchen wir da irgendwie so. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, gerade noch so eben. Ich habe noch eine halbe Minute Zeit. Komm schon. Ich schaffe es, glaube ich, nicht. Hat es doch geklappt? Nein. Ah, wie ihr schon seht, man muss sehr schnell sein, um das abzuschließen. Da bin ich jetzt einfach noch ein bisschen zu ungeübt. Mein Sauerstoff geht auch allmählich zu Neige. Aber zumindest habt ihr schon mal einen kleinen Einblick gehabt. Könnt ihr euch schon mal was unter diesem Spiel ein bisschen vorstellen? Ist eigentlich ganz nett gemacht, aber ob das so der große Renner nachher ist, kann ich nicht so beurteilen. Ich werde mir das auf jeden Fall noch mal ein bisschen genauer anschauen. Und ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen. Lasst gerne auch ein Abo da. Und wenn ihr noch Fragen habt, haut sie gerne rein in die Kommentare. Und ja, ihr könnt uns auch gerne besuchen bei Facebook. Deutsche PS4 VR Gamer. Einfach eingeben, da findet ihr uns. Das war's von mir, euer Germany Foxy. Wie gesagt, danke fürs Zuschauen. Und lass auch gerne mal ein Like da. Okay, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.